Willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn mit meiner Wenigkeit, der Luft und Typ. Und wir sind immer noch im Zero Dawn Bunker. Und werden gleich angeschrien. Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Eluthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Brochard Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Eluthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr, vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind gigantisch im Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein. Globaler Abgleich und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Okay, ich glaube, langsam wird jetzt klar, dass Aloy ein Klon ist. Vielleicht zufällig, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall nichts, was bewusst entstanden ist, vielleicht. Mal gucken. So, von Patrick Brochard Klein an Elisabeth Sobeck. Okay. Die Ektogenesekammern sind vor 2 Tagen angekommen. Ich habe die letzten 36 Stunden damit verbracht, sie zu untersuchen und die technische Dokumentation zu studieren. Sie sind eine Offenbarung. Erstaunlich. Ich weiß nicht, was du Farsenes für diese Kammern geben musstest, aber das war es wert. Mit einem Schlag haben ihre Embryologen 50 Jahre technologischer Defizite übersprungen, ECMO-Risiken gelöst, Nahrungszufuhr gelöst, Hormonstabilität gelöst, 12 weitere Risikobereiche gelöst. Bevor ich diese Kammern untersucht habe, habe ich die Odyssee für ein fruchtloses Unterfangen gehalten. Aber wenn der Rest von Farsenes Technologie auch auf diesem Level ist, eine Menschenkolonie bei Sirius scheint dann gar nicht mehr so unmöglich zu sein. Die Massenherstellung der Kammern stellt uns vor einige Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie lösen können. Ich ruhe mich jetzt ein paar Stunden aus und setze mich dann wieder dran. Du kannst den Herstellungsplan in den nächsten 48 Stunden erwarten. PBK. Okay, not bad. Hier wird geforscht. Ist das ja das, wofür ich es halte? Künstliche Gebärmütter. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Und ich glaube fast, Aloy ist genau aus so einer Kammer entsprungen. Natürlich wissen die, wussten die Nora nicht, was das für eine ist. Aber, ja, was soll man anderes machen? So. Die Entwicklung der künstlichen Persönlichkeiten für die Servitoren der Ursprungslagen, Ernährer, Erzieher, Heiler, kommen gut voran. Wir peilen Turing 0,4 für diese Konstrukte an. Dies sollte geringe Empathie und begrenzte Improvisation gewährleisten, ohne die Einhaltung kodifizierter Verhaltensmuster zu gefährden.
Allerdings stellt der stimulationsabhängige Wechsel der Persönlichkeit eine größere Herausforderung an die Software dar als erwartet. Insbesondere die festgefahrenen Feedbackschleifen zwischen der Erzieher- und Heilerpersönlichkeit machen uns Sorgen. Ich habe außerdem die Berichte über einen Zwischenfall angehängt, bei dem ein Servitor mit Mutterpersönlichkeit in die Maßnahmen einer Erzieher-Servitors eingegriffen hat. Ein Streit unter Eltern sozusagen. Auf den ersten Blick vielleicht amüsant, aber zutiefst besorgniserregend. Ich habe einen umfassenden Plan für die Korrektur dieser interaktiven Protokolldefizite beigefügt, in nur Daten beschädigt. Schade. Okay. Hey, da wollte ich gar nicht lang, aber egal. Da ist eine Vorratskiste. Yay, Vorratskisten sind immer gut. Mal gucken, was wir hier drin haben. Stuff. Absolut kein Platz dafür. So, und mittlerweile merke ich, es hat sich gelohnt, vorhin noch den Händler zu plündern. So, noch mehr Daten. Elusia 01 konnte versiegelt werden, bevor der Schwarm, der sich aus der Xinjiang-Region näherte, es entdeckt hat. Das Pingback der wesentlichen Systeme ist gut. Für unsere Jungfernfahrt ist es ein Erfolg. Was meinen Disput an den Betas über die Zygotenauswahl angeht, natürlich verstehe ich, dass der Aufwand für Simulationen des Genflusses in unseren zukünftigen Menschen begrenzt sein sollte, aber wir können uns darauf verständigen, dass es einen Spielraum zur Veredelung der zukünftigen Ursprungspopulationen gibt. Ergo, zusätzlich zur persönlichen Überwachung der Elusia 02 Fertigstellung in Mount Namuli werde ich noch diese Woche einen modifizierten Zygoten-Auswahlplan ausarbeiten und vorlegen. Mhm. Yummy, yummy. Hier unten sind noch mehr davon. Bin mal gespannt, was wir hier noch finden. Was ist das denn? Ein Holoprojektor? Ich glaube, das ist der, den wir eh schon gesehen haben. Ja, genau. Den hatten wir schon. Aber von dem sind wir sozusagen gekommen? Punkt, 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 Fragezeichen, Semikolon. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schon mal da hoch. Das ist mal eine Richtung, mit der kann ich was anfangen. Was haben wir hier? Ist die Tür offen? Nee, die Tür ist nicht offen. Ah, da haben wir eine... Da haben wir eine Treppe. Hatten wir das hier schon? Ja, okay. Das hatten wir schon. Dann wollen wir hier mal hoch. Natürlich, das war direkt neben der Vorratskiste. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also... War der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha-Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Hm, vielleicht finden wir dann Finger oder so. Dann haben wir sicherlich die Alpha-Registry. Ganz sicher. Und safe in der Tasche. Hier haben wir nochmal eine Vorratskiste. Hm. Das wird zu schwer. Ja. Wir kriegen einfach keinen Platz mehr in unsere... bei uns hinein. So, scheinbar müssen wir hier hoch. Würde ich sagen. Wollen wir mal gucken. Aha, hier geht's weiter. Was haben wir hier noch? Okay. Noch ein paar Überreste von... Leuten von der Eclipse, die wir besiegt haben. Hier geht's nichts weiter. Bin ich jetzt endlich im Büro angekommen? Scheint so. Ein großes Büro. Ein geräumiges Büro. Keine Ahnung, ob es das auch wirklich ist. Ich guck mich hier mal ein bisschen um. So wie die ganze Zeit schon. Was haben wir denn hier? Eine Sprachnotiz? Logik allein reicht nicht, Ted. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie Amok läuft? Lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen?
Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elizabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmel, Liz, mach, was sie sagt. Okay. Auch Gaia sagt, hey, ich bin auch nur eine Maschine und ihr seid auch nur Menschen. Wir machen alle Fehler. Bau mir mal so einen roten Button an, damit man mich auch ausknipsen kann. Für den Fall, dass ich dann doch nochmal durchdrehe und alles in Schutt und Asche lege. Darin wurde irgendetwas aufbewahrt. Irgendein Bauteil, das entfernt wurde. Was? Wo? Ich sehe hier nichts. Aber das möchte ich mir natürlich... Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh. Und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Es ist gut. Sehr gut. Okay. Also, Gaia ist eine KI mit Gefühlen. Ist aber auch ein bisschen creepy, würde ich meinen. Was haben wir hier noch? Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elizabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elizabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elizabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elizabeth. An dich und das... Die Übertragung kann auch hier nicht einfach zu Ende sein. Das war ein unglaublich ernstes Gespräch. Da ist das Büro. Und irgendwo hier muss es noch eine Tür geben. Oder zumindest ein offenes Fenster. Oder ich nehme einfach diese Tür hier. Und hoffe mein Bestes. Was werden wir hier drin finden? Okay. Viel Kleinkram und vor allem auch eine Vorratskiste mit Metallscherben und anderen Kleinkram, lohe Behälter und hast du nicht gesehen. Was ist das hier für eine Datei? Artemis-Status. Okay. Es geht voran, Liz. Ich bin zuversichtlich, also von Giles Ronson an Elizabeth Sobek.
Es geht voran, Liz. Ich bin zuversichtlich, falls man so etwas überhaupt noch sagen kann. Ich habe endlos mit Kryosauce über ihre Proben verhandelt. So viele Spezies gefangen in makabren Hologrammschaubildern, aufgehoben nur für den Fall. Über 14.000, die zwischen 2000 und 20.043 ausgestorben sind. Wir haben angefangen, eine primäre Abfolge festzulegen und Pionierorganismen für eine ausgewogene, nachhaltige Biosphäre ausgewählt. Mikroorganismen und Insekten, Kaninchen und Habichte, Füchse und Wölfe und tausende mehr, die darauf warten müssen, an die Reihe zu kommen, bis unserer neuen Generation ihre Wiedererschaffung anvertraut werden kann. Sie können also in eine Welt zurückkehren, die dieses Mal das Konzept der Arterhaltung begreift, bevor es zu spät ist. Es war schon viel zu oft zu spät. Wir haben ein ganzes Sammlerteam beim Schwarmdurchbruch in Myanmar verloren. Die Proben, die wir verloren haben, sind, tja, unersetzlich. Aber dank dir, Liz, wird sich der Kreislauf des Lebens biegen und nicht brechen. Die Erde war einst ein unbelebter Gesteinsbrocken und eines Tages wird sie es wieder sein. Aber nicht jetzt, nicht so, nicht mit uns. Boah, ich hab so ein bisschen... Irgendwie will ich dieses Hologramm hier nicht benutzen. Aber irgendwie muss ich es benutzen. Komm, wir greifen jetzt drauf zu. Die Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du dann noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wehr auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wehr. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Noch. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen?
Jammern wegen Entfoll, wegen Rost? Ja, komm. Machen wir mal, weil der Penner hat ihn nämlich getötet. Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein, er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm. Unten an dem Ort. Erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Du bist ein Narr. Du bist ein Idiot. Ein gefährlicher zwar, aber ein Idiot. All dieses Gerede von Schicksal und Bestimmung. Hades redet bestimmt genauso, nicht wahr? Man hält dich nur zum Narren. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf, klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe, was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Tja, dann würde ich mal sagen... sie sind unwichtig. Die Nora spielen hier doch keine Rolle. Lass sie in Ruhe. Bald spielen sie überhaupt keine Rolle mehr. So viel ist sicher. Wie dem auch sei... Ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und... so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen.
Karja-Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen, wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden! Okay, das ist jetzt. Meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Büschel blöd. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Hör. Okay. Ich hab ein kleines Problem. Au. Waffen. Ich muss ausweichen. Meine Waffen. Aber. Wie komme ich? Ich wurde aufgebaut, um einen Behemoth standzuhalten. Moment. Genau das kann es sein. Ich lasse ihn einfach die Säulen kaputt machen. Ich sollte versuchen, den Behemoth zu den Säulen zu locken. Ja. Hier ist hin. Schnell mal umgezogen. Alles klar. Hey! Rat mal, wer wieder Waffen hat. Jetzt bist du nur noch ein großes, dummes Ziel. Dir zeige so. Ich's. Und schnell den Lohr. Kann es da angreifen und Panic rollen. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist irgendwo zu. Schnell weg hier. Und gegebenenfalls das ein oder andere Kraut einsammeln. So. Und. Verdammt. Ich hatte gehofft, dass ich die Lohkanister treffe. Way. Moment mal. Mal hier nicht einen auf so. Way. Nicht ganz so stürmisch, bitte. Krass, roll ich mich rum. Peppa. Hab schon ver. Duncan, du bist gar nicht so freundlich, wie du aussiehst. Auf den ersten Blick. Scheiße. Au! Das ist auch echt mega uncool. Ach,
Kacke. Viel zu nah dran für den ganzen Spaß hier. Geht doch. Und auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Angelegenheit ist es, dass ich nach Möglichkeit auch neue Sachen baue. Und, ach, Scheibenkleister. Bewegt man deinen Arsch nicht, so ein fettes Ding. Muss auf jeden Fall schauen, dass ich, yes, Sir, seinen Lohbehälter erwische. Und, so, der nächste gute Treffer. So. Wey. Au. Schnell wieder aufstehen. Und, hepp. Kann ich meinen Freund rufen? Nee, kann ich nicht. Jetzt ist die Frage, wo ist seine nächste Schwachstelle zum Angreifen? Probieren wir es mal damit. Ich glaube, das ist richtig. Und wieder ein Treffer. Und nochmal schnell neue Pfeile. Wow, komm immer nicht so hin. Ich roll mich hier durch quer durch die Weltgeschichte. Finde ich auch völlig in Ordnung. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, da oben in seinem Kopf ist noch irgendwas. Ging mir ein bisschen zu flott. So. Krieg das nochmal hin? Nee. Wow. Komm, gib mir eine gute Sicht. Das war keine gute Sicht. Und da ist wieder irgendwas im Weg. Lauf hier nochmal. Das war ein guter Hit. Ey. Schnell mal hier Panic Rollen und. Oh, das Ding hat auch nicht abgeschossen. Er ist doof. Dann wird es mal Zeit, ein bisschen auf seinen Kopf einzuholzen. Au. Oh, das hat weh getan. Das hat richtig weh getan. Ich muss immer ein bisschen auf Distanz halten, den Dude. Jetzt machen wir diese hässliche Rollmechanik. Ich brauche definitiv wieder neue. Ja, das war in die falsche Richtung gerollt. Und. Ich muss den ein bisschen besser im Blick behalten. Ah, doch. In seinen Bauch muss ich treffen. Scheint aber auch schon mega panisch zu sein. Wenn er mich gerade mit irgendwelchen fetten Dingern auf mich feuert. Guck mal hier links, rechts, links, rechts. So. Und
eine Pause. Gleich habe ich's. Ist da was? Wie? Voll daneben geschossen. Jetzt aber. Seid still! Schatten, tötet sie! Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Ja, Helis hat dich erkannt. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich.
Ich melde mich später. Und einstweilen. Falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy. Als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker. Ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah! Hui! Na, das war doch mal gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. So, wo sind wir denn? Wir sind gar nicht so weit gekommen. Hier haben wir... Hier war der Zero Dawn Nebeneingang. Und ja, ich würde sagen, ich steige hier jetzt erstmal ab und sammle erstmal noch ein bisschen Kleinzeug, weil der Behemoth hat doch ganz schön gut reingeknüppelt, der Gute. Da kann ich echt nichts gegen sagen. Und durch dieses ganz schön dolle Reingeknüppel mache ich hier jetzt aber auch nochmal einen Cut. Eine Pause, wenn ihr so möchtet. Und da drüben kann ich noch abspeichern. Das klingt gut. Das mache ich auch gleich. Am Fluss. Herrlich. Als hätte man das so gewollt. Ah, da oben ist noch eine Pflanze. Die nehme ich auch mit. Das brauche ich später noch. Ach, wunderbar. Wunderbar. So, einmal kurz schnell speichern. Aber auch die manuelle Speicherung sollte nicht ganz zu knapp kommen. So, und wie angekündigt, gibt es jetzt erstmal eine kleine Pause. Wir müssen 4148 Schritte, also einmal komplett zurück zur Urmutter. Na, ich sag ja, nach und nach lösen sich all meine Probleme. Und hier ist noch dieser eine Langhals. Der grinst mich förmlich an. Nein. Ich mach das ein bisschen anders. Ich bewege mich zu diesem Lagerfeuer. Zu diesem Lagerfeuer. Im Moment nicht erlaubt. Okay. Ist das hier erlaubt? Ist ja natürlich auch die Frage, ob das jetzt gerade was damit zu tun hat, dass wir in diesem Kaja-Gebiet sind. Okay, ich merke schon, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Dann wollen wir auch nicht zu lange verharren. Wir bewegen uns ein klein wenig. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich würde sagen, so, kann ich jetzt? Moment. Ha, jetzt geht's. Also dann, schnell reisen. Darüber bitte. Ach, ist an diesem Ort momentan nicht möglich. Das ist interessant. Das heißt, irgendwas ist da hinten. Können wir uns hier hin? Ja, da können wir uns schnell reisen lassen. Und wie sieht's hier aus? Da auch. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Aber hier geht. Ja, dann sehen wir uns gleich da wieder. Bis denn.